Sprüche gibt's und von Jahr zu Jahr wurde das ein schlechterer Witz. Ja, ich checke das nicht. Ich meine auch die Teilnehmer. Wenn ich etwas übersehe, sorry, Alter, mein Fehler. Doch ihr seid nur Toys oder Leute, die mal besser waren. Hat mich enttäuscht, wie das wurde in den letzten Jahren. Man muss schlussendlich sagen, alles wird recycelt, was man gefeiert hatte. Es gibt Reste weiter, cool. Jetzt wollt ihr den Abschluss machen, doch das klappt wie in der Schule nicht. Packt die Sachen, ja, euch schaffen. Klatschen ist ja nicht so schwer, denn ihr fickt euch mehr, als ich mit Punchlines könnte. Doch keine Angst, ich habe auch Lines parat, falls sogar ein Gegner kommt, der wirklich was Eigenes hat. Ey, was ist das denn für eine Crew? Die wissen nicht, wie sie sich nennen sollen. Ich setz mich dazu, nur weil die ein paar Fans wollen. Hat leider nicht geklappt, ihr Spacken. Probiert es nächstes Jahr nochmal mit Plastikmasken oder mit Müll. Ey, was ist das denn für eine Crew? Die wissen nicht, wie sie sich nennen sollen. Ich setz mich dazu, nur weil die ein paar Fans wollen. Hat leider nicht geklappt, ihr Spacken. Probiert es nächstes Jahr nochmal mit Plastikmasken oder mit Müll. Ich hab keinen Plan, was ich hier soll. Die beiden zwingen mich dazu. Ich singe lieber Liebeslieder-Battle, finde ich nicht so cool. Die meisten hier auch nicht, das finde ich ganz schön traurig. Drei Viertel derer machen mit, weil's flashig ist für lau gibt. Ich bin einer davon, doch mir egal, wer gewinne in diesem Turnier. Tritt Donnerstags auf, da ist bestimmt noch niemand da. All diese Heuchler sind mir Wayne, denn wenn man ehrlich ist, die wollen Leute, die entertainen. Denn nach 31 Jahren Rap hat das eigentlich gar keinen Zweck, hier mitzumachen. Mach ich halt ein Drive-By mit einem Panzer, yes. Für Macho Mutt hol ich aus Bangkok mein Knastbruder, der Macho zum Bassbox wie ein Subwoofer. Gangster-Shit, viele machen mit, doch all das ändert nichts. Dass 90% der Teilnehmer einfach behämmert sind, haben das Hirn voll frei. Das Ganze finde ich ätzend. 4 von 3 Teilnehmer können gar nicht richtig rechnen. Ey, was ist das denn für ne Crew? Die wissen nicht, wie die sich nennen sollen. Ich setz mich dazu, nur weil die ein paar Fans wollen. Hat leider nicht geklappt, ihr Spacken. Probiert es nächstes Jahr nochmal mit Plastikmasken oder mit Müll. Ey, was ist das denn für ne Crew? Die wissen nicht, wie die sich nennen sollen. Ich setz mich dazu, nur weil die ein paar Fans wollen. Hat leider nicht geklappt, ihr Spacken. Probiert es nächstes Jahr nochmal mit Plastikmasken oder mit Müllsack. VBT, ich bleche dich, wer ist meine Crew? Ich kenn die beiden nicht, doch ich glaube, die sind cool. Zumindest müssen die das sein, wenn die mit mir eine Quali machen. Taktreffen reicht nicht, du musst dir auch noch Scheiße quatschen. Ich bin dem Scheiß gewachsen und das schon seit langer Zeit. Mein Rap ist Durchschnitt, doch dafür hab ich keinen Hype. Ja, so muss das sein, das weiß ich genau. Und wenn ich jetzt nicht aufhör, bleibt der Hype mal wieder aus. Wie gewohnt bin ich lau und das auf diesem Beat und das, obwohl mir diese Art von Beat gar nicht liegt. Und ich drehe meine Runde in den Need for Speed. Und wenn es dunkel wird, hast du wieder Need for Speed. Geil, so wie du rappst, könntest du glatt zu DSDS mit Melissa ins Bett. Sieh der Mann, du die Frau, so kriegt ihr locker eine Folge bei ACTV. Ey, was ist das denn für ne Crew? Die wissen nicht, wie die sich nennen sollen. Ich setz mich dazu, nur weil die ein paar Fans wollen. Hat leider nicht geklappt, ihr Spacken. Probiert es nächstes Jahr nochmal mit Plastikmasken oder mit Müll. Ey, was ist das denn für ne Crew? Die wissen nicht, wie die sich nennen sollen. Ich setz mich dazu, nur weil die ein paar Fans wollen. Hat leider nicht geklappt, ihr Spacken. Probiert es nächstes Jahr nochmal mit Plastikmasken oder mit Müllsack. Oder mit Einkaufstüte. Ja, es ist lecker.